Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es mal wieder um die Powerbank. Und zwar die Powerbank und Lithium-Polymer, Lithium-Ionen als Energiespeicher. Dies ist der Teil 2. Wir haben folgende Themen. Was geschieht im Inneren einer Powerbank? Oder genauer gesagt im Inneren eines Akkus. Was geschieht bei der Tiefentladung, bei einer Powerbank oder beim Lithium-Akku? Wie erkenne ich einen Akkuschaden? Und zum Schluss nenne ich euch noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Als erstes schauen wir uns den Ladevorgang im Inneren vom Akku an. Wir haben die Kathode, Kathode wäre der Minuspol, und die besteht aus Kupfer, das wäre das Grüne. Die Anode, das wäre der Pluspol, besteht aus Aluminium. Auf die Kathode, also auf das Kupfer, ist das aktive Material aufgebracht, in diesem Fall ist es Graphit. Das wäre das Schwarze. Bei der Anode, also bei dem Aluminium, ist das aktive Material Metalloxid. In den meisten Fällen ist es ein Kobaltoxid. Es gibt allerdings auch Akkus mit einem Nickeloxid, soweit ich weiß. Der Separator ist das in der Mitte. Das ist eine Folie, die trennt die zwei aktive Materialien voneinander. Sie ist meistens so 0,1 mm dick und somit recht dünn. Der Separator lässt aber in dem Fall die Ionen durch. Der Elektrolyt beim Lithium-Polymer-Akku ist ein Polymer. Das hört man schon aus dem Namen raus. Ein Polymer ist nichts anderes wie ein ziemlich zäher Kunststoff. Er ist also nicht flüssig. Der Elektrolyt beim Lithium-Ionen-Akku ist im Gegensatz zum Lithium-Polymer-Akku flüssig, denn er besteht aus einem wasserfreien und brennbaren Lösungsmittel. Der Temperaturbereich von Lithium-Polymer liegt bei 0 Grad bis plus 60 Grad und der Temperaturbereich beim Lithium-Ionen-Akku minus 20 bis plus 60 Grad. Und nun kommen wir schon zur Gefahr bei der Tiefentladung. Wie schon erwähnt, die Anode besteht aus Aluminium, auf dem das aktive Material aufgebracht ist. Das gleiche gilt auch für die Kathode, die aus Kupfer ist. Auf die ist auch das aktive Material aufgebracht. Ist das aktive Material entladen, wirkt dann das Aluminium und Kupfer als galvanisches Element. Galvanische Elemente könnt ihr ja von der normalen Primärzelle, von der Zink-Kohle-Batterie. Das Zink und die Kohle, das galvanische Element. Bei der Zink-Kohle-Batterie löst sich Zink auf und die Kohle bleibt bestehen. Also der Zinkbecher wird zerfressen. Und der gleiche Effekt tritt jetzt bei diesem Fall auch ein. In dem Fall wird das Kupfer aufgelöst. Ab ca. 2 Volt geschieht es, dass die Kupferkathode abgebaut wird. Es lösen sich die Kupferionen heraus und verteilen sich in dem Graphit. Und somit befindet sich das zersetzte Kupfer im Graphit und im Elektrolyt. Und zusätzlich zerstört es dann auch noch den Elektrolyten. Jetzt wird es interessant. Wird eine solche Tiefentladezelle geladen, kann die zugeführte Energie durch das Fehlen von der Elektrolytflüssigkeit nicht mehr in chemische Energie gespeichert werden.
Die Ladeenergie wird in Wärme dann umgesetzt. Was es noch schlimmer ist, das gelöste Kupfer scheidet sich wieder aus zu einem metallischen Kupfer, und zwar in Kupfernadeln, welche das Graphit durchsetzt. Ist aber jetzt eine Kupfernadel in der Nähe vom Separator, können diese Kupfernadeln den Separator durchstechen und einen Kurzschluss herbeiführen. Da die Zelle dann erwärmt wird, zum einen durch die nicht speicherbare elektrische Energie, was die Erwärmung herbeiführt, und eventuell ein Kurzschluss, erwärmt sich die Zelle unheimlich schnell und gerät in einen thermisch instabilen Zustand. Ab ca. 180 Grad geht es dann lawineartig nach oben. Man sagt auch deswegen, die Zelle geht durch. Und es kommt zu einer unkontrollierbaren exothermen Reaktion. Zur Veranschaulichung noch einmal. Der Elektrolyt wird zersetzt. Es entstehen dabei auch Gase. Deswegen bläht sich so ein Akku auch auf. Soweit ich weiß, ist auch Wasserstoff mit dabei bei den Gasen. Zusätzlich kommt dann irgendwann, aber bestimmte Temperatur, der Sauerstoff noch ins Spiel, denn das Kobaltoxid beinhaltet Sauerstoff. Der freigesetzte Sauerstoff facht dann die ganze Reaktion noch mehr an. Ab einem bestimmten Punkt kommt dann das Lithium ins Spiel. Lithium kennt ihr sicherlich noch von der Schule. Das reagiert mit dem Luftsauerstoff richtig heftig. Und in dem Fall reagiert das Lithium richtig heftig mit dem entstandenen Sauerstoff. Also die Zelle hat ihren eigenen Sauerstoff mit dabei. Und somit geht die Zelle richtig ab. Sie kann brennen und im schlimmsten Fall kann sie explodieren. Wie erkenne ich einen Akkuschaden? Als erstes ist mir ganz wichtig, vor einer Ladung von einer Powerbank oder von einem Akku erstmal optisch auf Fehler zu überprüfen. Hat sie schon einen markanten Schaden, wo man befürchtet, dass die Energiezelle beschädigt ist, heißt es einfach nicht laden. Und wenn das Gehäuse aufgebaut ist, darf natürlich auch nicht geladen werden. Wenn ein Akku, zum Beispiel auch von eurem Handy oder Smartphone, aufgebaucht ist, dürft es auch nicht laden. Ganz, ganz wichtig. Hat ein Akku durch einen Sturz eine Deformation, darf er auch nicht mehr geladen werden. Denn es könnte ja sein, dass im Inneren die unterschiedlichen Schichten, welche hier aufgewickelt sind, beschädigt sind und somit schon ein interner Kurzschluss besteht. Sind Ausblühungen an einem Akku erkennbar, darf er auch nicht geladen werden. Ich zeige es einmal, und zwar deswegen habe ich das eine Bild. Hier auf dem Akku sieht man die Ausblühung. Das bedeutet für euch, der Akku verliert sein Elektrolyt. Der Elektrolyt tritt aus dem Akku meistens oben an einem Ventil aus und trocknet dann aus oder reagiert mit der Luft, und es entsteht dann so eine Oxidschicht. Die Rundzelle habe oben ein Ventil, weil die Rundzelle ja keinen hohen Druck aushalte oder die Gefahr laufe, richtig zu explodieren durch den Druck, habe die ein Ventil drin, wo den inneren Druck dann ablässt rechtzeitig. Erhitzt sich ein Akku unerwartet stark durch die Ladung. Es hat auch ein Handy schon gegeben, wo dann bei der Ladung unheimlich heiß wurde. Da hat schon der Hersteller gesagt, sofort abbrechen und das Handy zurückschicken. Ihr wisst auch, welcher Hersteller das war. Denn das sagt euch aus, dass ein sonstiger chemischer Prozess im Akku stattfindet. Und ab bestimmten Punkt, wie schon vorher erwähnt,
kann sich dann der Akku entzünden. Das Laden sollte natürlich immer unter Aufsicht erfolgen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber gerade bei Akkus, die eine besonders hohe Kapazität haben, ist es trotzdem wichtig. Es gibt mittlerweile auch Ladegeräte, die die Temperatur überwachen und somit euch rechtzeitig Bescheid geben, wenn irgendwas Unerwartetes eintritt. Natürlich schaltet diese Ladegeräte dann die Ladung auch sofort ab. Als kleiner Tipp, wenn ihr mal die Ladung nicht überwachen könnt, legt das zu ladende Gerät einfach in einen Topf, wo nicht brennbar ist, Deckel drauf, dann habt ihr wirklich etwas Sicherheit, dass wenn was passiert, nicht gleich die ganze Wohnung brennt. Natürlich ist das kein hundertprozentiger Schutz. Gegen eine Explosion kann auch selbst so ein Topf nicht hundertprozentig schützen. So, nun kommen wir zu dem Fazit. Gute Behandlung zahlt sich aus. Akkus halten am längsten bei normalen Temperaturen. Also niemals euer Smartphone im Auto bei extrem tiefen Temperaturen lassen. Denn das kann einen Akku vorschädigen. Oder bei extrem hohen Temperaturen. Im Auto kann es 80 Grad erreichen. Und bei den 80 Grad kann ein Akku auch vorgeschädigt werden. Harte Stürze können auch einen Akku schädigen. Es gab mal einen Zimmermann mit einem Lithium-Akkuschrauber, dem ist der Akku runtergefallen. Später hat er ihn geladen und der Akku ist explodiert. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Tiefe Temperaturen bei der Ladung und Entladung vermeiden. Gerade die Schnellladegeräte funktionieren bei extrem tiefen Temperaturen nicht mehr. Und so ist auch beim Entladen, so ein Lithium-Akkuschrauber funktioniert bei extrem tiefer Temperatur auch nicht mehr gut. Die Temperaturüberwachung bei der Ladung ist ganz wichtig. Heutzutage übernehmen zum Teil die Ladegeräte das auch. Aber wenn ihr selber in der Nähe seid, berührt einfach hin und wieder den Akku, dann seht ihr, wie warm der wird. Und mit der Zeit habt ihr ein Gefühl dafür, ob das die normale Wärme ist. Die meisten Brände werden durch eine Tiefentladung ausgelöst. Also wenn ihr euren Akku niemals tief entladet, dann habt ihr schon die größte Gefahr vermieden. Daher bei Akkus, die länger liegen oder eine Powerbank, die nicht länger liegen, alle 3 bis 4 Monate auf die Ladung kontrolliere und dann eventuell einfach nachlade. Bei einem Lithium-Akkubrand niemals mit Wasser löschen, wie ihr vorher schon gehört habt. Das Lithium reagiert mit Wasser ziemlich heftig. Alte Akkus besonders kontrollieren, denn je älter eine Akkuzelle ist, desto mehr ist schon der innere Zerfall fortgeschritten und desto höher ist die Gefahr, dass so ein Akku mal ausfällt oder vielleicht auch das Brenner anfängt. Als nächstes heißt es Replikate vermeiden. Denn die Replikate sind besonders gefährlich. Zum einen haben manche Zellen gar keinen Kurzschlussschutz in der Zelle und zum anderen sind die Materialien, was die beinhalten, minderwertig. Und somit sind diese Akkus etwas gefährlicher. Markenprodukte wurden auf Herz und Niere geprüft. Replikate sind dafür ausgelegt, in große Stückzahl und recht günstig verkauft zu werden. Da wurde keine großen Tests mitgemacht. Ich weiß, Replikate zu entdecken ist sehr schwierig. Da kann ich nur sagen, schaut im Internet nach. Da gibt es einige Seiten, die euch das beschreiben. Ich persönlich weiß zum Beispiel bei Samsung Replikate, bei einem Samsung Schriftzug ist an dem S die Schräge in einem anderen Winkel
gedruckt und somit erkennt ihr das Replikat. Und so gibt es noch viele Kennzeichen von Akkus, die gefälscht wurden. Allerdings müsst ihr schon wissen, auf was ihr achten müsst. Daher sichere Lieferanten wählen. Ein sicherer, zertifizierter Lieferant wird euch niemals billige Ware liefern. Dafür ist sein Ruf einfach zu schade. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es war interessant für euch, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da oder noch besser, abonniert uns. Dann freuen wir uns besonders. Also ich wünsche noch euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Günni and Friends Auto und Survival Team.